Hallo liebe Leute, heute möchte ich euch den TTF-Druck näher bringen. Beim TTF-Druck wird bei uns in unserem Fall mit 8 Farben gearbeitet, damit das Ergebnis wirklich sehr farbgetreu wird. Beim TTF-Druck ist es so, dass eine Folie, diese Übertragungsfolie, mit Farbe gedruckt wird, mit reiner Farbe. Diese Farbe wird damals schnell zwischengetrocknet bei 30 bis 40 Grad, sodass es nicht flüssig wird. Danach wird die Folie weiter transportiert und mit dem Kleber bestäubt. Und dieser Staub, der noch auf dieser feuchten Farbe drauf ist, verhaftet bleibt. Und auch dadurch, dass das dass der Druck dann nachher haften bleibt, dann wird das weiter transportiert, die Folie, durch den Trockenkanal. Da wird das dann ungefähr bei 100 Grad getrocknet, sodass das Ergebnis, wie hier zu sehen ist, rauskommt. Da ist jetzt wirklich reine Farbe. Auf der Rückseite vom Druck ist jetzt Klebstoff drauf und das wurde dann bei 100 Grad getrocknet. So dass dieses Material, was wir da jetzt nehmen können, mit der Transferpresse verpresst wird und das Ergebnis, wenn wir jetzt die Transferfolie oder die Übertragungsfolie jetzt einmal runternehmen, kann man sehen, das ist jetzt reine Farbe und sehr farbgetreu, da sehen wir auch im Farbverlauf kleine Details. Dem Textil, man kann was spüren, also es ist nicht so, dass jetzt nichts zum Spüren ist, man würde glauben, dass es eine Folie, die drauf gedruckt wurde, ist es aber nicht, das ist in Wirklichkeit wirklich reine Farbe mit Klebstoff, die transferiert wurde. Der Vorteil ist die hohe Waschbeständigkeit, dass kleine Details darstellbar sind, die Farbtreue. Wie schon gesagt, arbeiten wir in einem sehr weiten Farbspektrum mit 8 Farben und es ist für Einzel, also sowohl für Einzel- als auch für Massenproduktionen geeignet. Was noch ein Vorteil ist, den man erwähnen sollte, dass der Druck, dass die Farben bei uns beim TTF komplett ökologisch zertifiziert sind. Das heißt, dass man Babykleidung auch ohne Bedenken bedrucken kann. Und dass alles nachhaltig gedruckt wurde. Ja. Und bis zum nächsten Video.